Hallöchen und willkommen zu einem neuen Review. Heute geht es um den Electric Kettle Prod oder auch Feedtreiber genannt. Und so sieht das schöne Gerät aus. Das schicke Teil benötigt wie der Stunbutton auch eine Batterie und fügt mit Stichbewegung Schaden zu. Leider konnte ich das Ding nur an Zombies testen. Wie auf der Stunbutton benötigt ihr hier zwei Hits zum Töten von Zombies. Der erste betäubt den Zombie und der zweite Hit tötet ihn. Das Ding lutscht die Batterien ganz schön schnell leer. Nach nur zwei Hits hat die Batterie schon etwas Kapazität verloren. Das könnt ihr durch Lecken an der Batterie testen. Wenn die Batterie leer ist, macht das Gerät auch kaum noch Schaden. Für einen Zombie benötigt man dann schon ca. 10 bis 15 Hits, je nachdem wie oft ihr den Kopf trefft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Weitere nützliche Informationen findet ihr in der DayZ-Wiki. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und hier als Bonus noch eine kleine Hirschjagd mit dem Kettle Prod. Mal sehen, wie lange der Hirsch überleben wird.